Hi Ladies, Britta hat mich gebeten, für Sie ein Abiball-Outfit zusammenzustellen, was genau Ihren Style unterstreicht. Denn sie ist ein bisschen crazy und romantisch nach Ihrer Beschreibung und genauso sollte Ihr Outfit aussehen. Und wie ihr seht, habe ich ihr diesen Gefallen getan. Doch noch zuvor als Hinweis, bevor ich in die Details verfalle, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die dazugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu und Sales, damit ihr nichts verpasst. Britta ist verspielt, romantisch, crazy, also auf Deutsch gesagt eigentlich eine typisch Jugendliche, die ihr Leben leben will, auskosten. Und um genau auf so einen Typ ein Kleid zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Deswegen machen es die Accessoires. Aber die kommen gleich danach noch. Zuvor möchte ich natürlich erst das Kleid empfehlen, was ich natürlich Britta hier ans Herz legen will. Und wie ihr seht, habe ich hier ein Kleid von Lipsy gefunden, was ja wirklich im Detail verspielt ist. Denn es ist ein Vukuhila-Kleid, vorne kurz, hinten lang. Und der Chiffon ist ja im Bereich so ein bisschen beige, vielleicht leicht ins Rosa, ganz leichter Hauch nur, dass gar nicht so viel Farbe quasi drin ist, sondern die Details als Pimp dastehen sollen. Und wie ihr seht, ist im Taillenbereich schon mal mit sehr viel Strassstein ein wunderschöner Taillengürtel gebildet, dass die Taille richtig gut rauskommt und das Bustier ist obenrum schön verspielt und verflochten, der Stoff, dass es oben richtig genial wirkt. Und genial ist auch, ihr könnt das Kleid so tragen, wie ihr wollt. Entweder wie jetzt hier trägerlos oder mit Träger, denn ihr könnt sie einfach abmachen und verstecken und könnt quasi es selber entscheiden, wie ihr es haben wollt. Manche mögen es mit, manche ohne. Ich persönlich empfehle ohne, weil man sieht dann einfach den wunderschönen Rücken und auch vorne das Bustier. Es ist dann wirklich richtig lecker anzuschauen. Und im Rockbereich, wie schon erwähnt, Vukuhila Style, der Trend sowieso. Er kommt und geht, aber jetzt ist er gerade wieder da und vorne kurz, hinten lang und mehrere Stofflagen übereinander, damit das ganze, der ganze Rock einen richtig geilen Flow bekommt. Egal, ob ihr gerade den Ballsaal betretet oder dann beim Tanzen richtig funky abgeht. Ich denke, mit diesem Kleid habe ich Britta schon mal genau das herausgesucht, was ihr richtig gut stehen wird. Doch schon wie vor uns erwähnt, machen es erst die Accessoires zu einem Komplettoutfit. Und da möchte ich euch natürlich das nicht vorenthalten, um das nochmal richtig aufzupimpen, weil da hatte Britta auch einen speziellen Geschmack und da komme ich jetzt gleich auf diese Riemchen-Sandaletten. Besser gesagt, eigentlich sind sogar schon fast High-Heels, weil er wirklich sehr, sehr hoch ist. Aber darum geht es gar nicht, weil eigentlich würde ich eher ein bisschen ein paar flachere Schuhe empfehlen. Aber wer auf hohe Schuhe steht und vielleicht nicht die große Person ist, natürlich macht das ein sehr, sehr langes Bein und nochmal richtig schön schlank und groß. Dann zieht sie an, aber mein Tipp, tut in die Handtasche oder noch irgendwo vielleicht flache Schuhe mitnehmen, weil wenn man so hohe Schuhe anhat, das tut irgendwann weh. Aber wie ihr seht, diese Sandalette ist nicht nur nach 15 von dem Stöckel ein Print, ein Comic-Print draufgebracht, der schon mal sehr verspielt wird und wiederum vorne auf den Riemchen kleine Nietenaufsätze, die zwar sehr zart wirken, aber auch teilweise ein bisschen aggressiv. Ich denke, genau das ist diese crazy Seite, was sie beschrieben hat, was sie ausstrahlen will, aber auch nicht zu sehr. Und ich denke, hier, denke ich mal, habe ich ja den Punkt getroffen, was sie meinte. Ich hoffe es, Britta. Und um das Ganze jetzt natürlich zum Kleid abzurunden, habe ich eine Klatsch herausgesucht in der gleichen Farbe, zumindest im größten Teil, denn eine schwarze Klatsch passt ein Allrounder dazu. Aber die Klatsch hat noch was ganz Besonderes, deswegen habe ich sie auch rausgesucht, denn mal abgesehen, dass sie von Crazyland ist, sondern sie hat den gleichen Schnittstyle wie das Bustier. Es ist mehrfach mit dem Stoff verwogen, damit es sehr schön wirkt und diese Verzierung und die Kordel, es passt dann perfekt zum Kleid, weil es dann auch diesen Kontrast bildet. Und es ist halt eine Klatsch. Eine größere Handtasche würde ich, sage ich mal, auf dem Abiball nicht so empfehlen. Das wirkt nicht so elegant und ihr braucht dann auch nicht so viel. In so eine Klatsch passt eigentlich alles rein, was ihr so benötigt. Und ihr habt dann auch
ja, den Freiraum dazu, um euch ja gut zu bewegen und Spaß zu haben. Und jetzt möchte ich natürlich dem Ganzen noch das E-Pünktchen aufsetzen, denn das muss einfach sein. Schmuck muss her. Nicht zu viel, eher ein bisschen dezent, aber verspielt. Und da habe ich hier ein wunderschönes Collier rausgesucht in Silber, was mit kleinen Blütenverzierungen von daherkommt und einen richtigen guten schwarzen Akzent, der quasi das ganze Bustier nochmal richtig schön ins Mittelpunkt ja, rückt und einfach ein Bild gibt, was alles zusammen ja wie ein Traum darstellen lässt. Und wenn ihr euch vorstellt, so ein Kleid, so ein Outfit anzuhaben oder so ähnlich, wenn ihr ähnliche Accessoires zu Hause habt, dann werdet ihr einen Abiball erleben, den ihr nie mehr vergessen werdet. Und darum geht's. Im Endeffekt geht's gar nicht um das Kleid, um den Schuh, sondern dass ihr dieses Gefühl erlebt und nie wieder vergisst. Und das ist das, was ich erreichen möchte. Und ich hoffe, Britta, dieses Outfit gefällt dir. Und wenn ihr wie Britta ein Outfit auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare, zu einer was für eine Veranstaltung ihr geht und wie ihr aussieht. Und wenn ihr das so richtig detailliert mir schreibt, dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit für euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert mich hier oben einfach auf mein Logo und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit mehr und die dazugehörigen Deals. Ist das ein Deal?